Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Show von Champions of Regnum. Ja, ich bin jetzt Stufe 13, ich habe recht viele Items gefarmt. Es war recht langweilig in der Nacht, aber ja, es ist 8:30 Uhr morgens wieder. Und ja, ein paar Items habe ich hier neu ausgerüstet. Das ist nicht alles, was neu ist. Und hier sind die Items, die ich verschenke auf dem dritten Inventarslot. Boah, der Stevie, der ist immer bei mir irgendwie. Der ist doch schwer, okay. Stevie! Ah, Partisanspeer. Ein Kriegsstab aus feinem Stahl. Sogar ein zweihändiger Hammer habe ich gefunden. Das sind alles Sachen, die ich nicht gebrauchen kann, die ich verschenke. Und wenn ihr es wollt, dann dürft ihr es ja auf YouTube unten in die Kommentare schreiben oder per PN oder eben Ingame. Und ihr dürft es reservieren, aber nicht allzu lange. Ich habe ein begrenztes Inventar. Die Lagerstätte ist extrem teuer für einen Low-Level. Und ja, ich werde dann einfach nach und nach die schwächsten Items rausschmeißen oder die sowieso niemand will. Und ja, weiß nicht, was ich noch mache. So ein Zweitcharakter, der Sachen trägt. Ja, da muss jemand mich ziehen dann. Ja, so ein Twink, aber pff. Also, ja, das geht. Bin ich jetzt einfach besser und hab. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Schon länger her. Noch ein paar Quests annehmen. Nutzt reine Rolle des Schutzes beim Altar der Auferstehung. Für was? Noch eine Quest. Geht in Richtung Herufhang. Ah, jetzt habe ich aber zu viele. Man kann nur 5 Aufträge merken. Das. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt momentan ein bisschen sauer aufstoßen, aber es ist nur nebenbei sächlich. Also, das Spiel wird meistens schlechter geredet, als es eigentlich ist. Man merkt, dass die Entwickler einfach viel zu wenig Zeit investieren. Zeit haben zu investieren. Würden die Kisten hier in der Wand auch nicht stecken. Und der Schnee auf den Kappen, also so diese auf den Fäden, diese Schneekappen auch nicht schweben oder Bären auch nicht auf dem Baum oben spawnen. Die haben nämlich Angst von mir. Ja, ja. Halt die Schnauze. So. Man merkt, ich bin ein bisschen angepisst, weil ich nicht schlafen kann, aber... Na gut. Wo ist denn diese Kuh? Die müsste drin sein. Hallo. Versteht es nicht. Das ist so verwirrend. Kein Anhaltspunkt, nix. Ah, hier. So. Da muss man hier, muss man unten hingehen. Okay. Ja, wir haben noch 5 Quests. Noch keine abgegeben. Dann hier runter. Jo. Also es ist extrem langweilig zu farmen. In Champions of Regnum, es ist einfach, man droppt fast nichts und da hinten, man ist einfach so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen verarscht. Sollte ein einheitliches Drop-System-Ding, das wirklich, oh, ich bin jetzt ein Bogenschützen, also muss ich Bogenschützen-Gegner besiegen, damit ich
Bogen bekomme oder Schützenkleidung. Und ja, ich bin Magier, also besiege ich Magiergegner. Aber es gibt ja meistens nur Nahkampfgegner, weil sie einfach keinen Bock auf Bronzing haben und sonstigen Sachen. Da müssen wir halt einfach drum rum. Und der letzte Patch ist jetzt auch schon seit Juli, glaube ich. So seit einem Monat, mehreren Monaten. Keine Ahnung. Vorbei. Also, ja, der war winzig. Gut. Wenn die nicht entwickeln wollen, ja, stirbt halt das Spiel. Aber das ist bei vielen MMORPGs so. MMORPGs brauchen Patches. Und wenn die Entwickler nicht imstande sind oder eben kein Geld damit verdienen wollen, ist die ihre Schuld. Aber den Fans tut es weh. Sehr weh. Ja, ja. Und ich bin ja auch Fans schon seit der Closed Beta und mir blutet das Herz, wenn ich spiele. Wenn ich es ignoriere, dann natürlich nicht. Aber das machen ja die meisten. So ein schlechter Handschuh. Okay, so, jetzt machen wir ein bisschen vorwärts. Ich bremse meistens nur, wenn ich dann wieder einen Farmgegner finde, der mal was droppt. Aber, ja, das ist halt schwer. So. Wie muss ich jetzt das machen? Einfach doppelklicken. Gut. Da ist auch niemand außer diese Spanier, also Argentinier, die haben andere Zeitzonen. Das müsste eigentlich jetzt noch tief in der Nacht sein. Ja, wahrscheinlich Nachtaktive in Argentinien. Und junge Greif, das sind die jungen Greife. Okay. Komm. Ein bisschen diese Regenerationszeiten wegmachen wäre auch nicht schlecht. Natürlich wird es dann unfair, aber ja, wenn es halt unfair ist, müsste man halt stärker werden. Und ja. Wenn wir gleich schon bei negativen Sachen sind, ich finde ein bisschen komisch, dass die Fortschlachten eigentlich nur noch abwechselnd hin und her gehen. Das ist mir letzte Play-Season schon aufgefallen. So richtige epische Kämpfe gibt es nicht mehr. Es ist eigentlich relativ langweilig und das tut die Spieler halt vergrölen und dann hören sie auf. Klar, jeder Spieler braucht Erfahrung. Und mit diesen Fortschlachten macht man am meisten Erfahrung, aber es ist unnötig. Und ich möchte mit diesem Let's Play Farm bewirken, dass wir wieder mal ein bisschen ja, tolle Sachen, Schlachten machen und auch mal inszenierte Schlachten machen oder so Sachen. Dafür brauche ich vor allem auch Spiele von den anderen zwei Reichen. Also sagt Bescheid, wenn ihr in Ignis oder in Syrtis seid. Das greifst du nicht an. So. Nicht mal mit einem normalen hat er angegriffen. Hei, hei. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen sitzen. So. Wo ist eigentlich der Schlafsack? Ich will schnell wieder regenerieren. Ja. Also Rollenspiel wird sicher sehr viel kommen. Ich bin nicht so einer, der die ganze Zeit irgendwie süchtig vor der Glotze hocken muss und leveln und vorwärts kommen. Ich will sowieso nicht dann plötzlich schon der Überlegenste sein oder... Ja, das werde ich sowieso nie, aber ich werde dann wahrscheinlich auch Ferngeschenke bekommen und so Sachen, die halt anderen dann sauer aufstoßen oder so Sachen.
aber ja, ob sie überhaupt verwenden werde, ja. Nein, es ist einfach so, dass ein Projekt recht schnell langweilig wird, vor allem für mich, weil ich muss dann alles hinten dran noch machen, ich muss farmen und alles mögliche. Dann bin ich wie jetzt gerade heute Morgen schon ein bisschen angestinkt, dass es halt so langweilig ist, aber ja, kann man nichts machen. Ich motiviere mich immer selber wieder gut, aber bin dann zwischendurch in den Parts halt ein bisschen angestinkt. Ja, haben wir alle? Scheinbar schon. Nein, noch ein. Ah, hier muss man noch. Ah, nein, wir müssen sie zurückgeben. Hey. Ich glaube, diese Greifen geben nicht für gute Items. Also bis jetzt habe ich ja auch kein gutes Item gefunden. Also nicht mal etwas. Und, wenn ich dann sehe, oh, ja, da gibt mal ein gelbes Item oder so, dann schaue ich ihn mir mal an und wenn er dann noch bessere Items gibt, dann ist er mein Farmgegner. Und, die kleinen Frettchen sind für alle Alsen die ersten Farmgegner. So auf Level 10, 11 unbedingt anfangen, die zu farmen. Also ab gelb, immer ab gelb, nicht ab orange. Orange sind eher die Levelgegner, wenn sie dann gut zu besiegen sind. So. Mal abgeben. Gut. Und kleines Frettchen. Jetzt können wir sie gleich mal wieder besiegen. Hola! Von Mayela. Hola, Muchacho! Muchacho heißt Freund, oder was heißt das? Keine Ahnung. Also, Spanisch ist nicht so meine bekannteste Sprache. Eine der unbekannten. Ja, nein, das ist so. Man hat in der Schweiz nichts mit Spanisch zu tun. Ne? Wie hier mit Deutschland wahrscheinlich. Also in Deutschland Spanisch auch nichts zu tun hat. Aber so Amerikaner haben da sicher viel mehr Kenntnisse. Also vor allem in den USA. Und eben diese spanischen Länder. Und Brasilien, wo man Portugiesisch ist, aber sicher auch ein bisschen Spanisch reden. Ja, es ist ein spanischer Server, aber der einzige Server, der noch gut besucht ist. Da sind auch viele Deutsche hier. Auf Valhalla, ja, kann mir da nicht so gut ausdenken, wer da noch online ist. Natürlich die, die an einem Charakter hängen und an einer Gede. Aber kommt doch alle rüber. Ist doch das Beste. Einfach alle rüberkommen. Halt das Geld, das ihr verschwendet habt auf Valhalla, einfach, ja, vergraben. Geht nicht anders, die wollen die Server ja nicht zusammenlegen, gar nichts machen. Weil wahrscheinlich Nitrat oder Übeltäter ist. Aber da will ich jetzt nicht allzu viel sagen. Hey, wo sind diese? Die werden halt auch von anderen Spielern gefarmt, da denke ich. Da ist gar kein Frettchen mehr. Haben wir schon wieder fertig. Also, dann machen wir die nächste Quest. Junge, Dackefall. Und Dackefang. Dackefang. Sind die Zähne. Säbelzahntiger. Ja, dies, da ist Darkerfang. So. Ach komm. Also mein Ziel ist es jetzt,
so schnell wie möglich fortschlachten, ready zu sein. Ich weiß es nicht, ob war nicht da einfach mal zuschauen soll ein bisschen und euch zeigen soll. Und dann hoffentlich auch Level, besser Level als bei Gegner. Und ja, nebenbei farme dann. Okay, schon fertig. Ja, dann gehen wir zum jungen Duckerfang. Ja. Der ist scheinbar weiter oben. Genau. So. Ja. Das Geld habe ich ein bisschen verschwendet, weil ich einen falschen Bogen gekauft habe. Dann ihn wieder verkauft habe und dann einen richtigen Go-Bogen noch verkaufen musste. Ja, ich hatte, ich glaube 30.000 hatte ich gehabt. So, dann können wir hier weiter farmen. Also jetzt, gestern kamen zwei Parts. Ich schaue, dass ich heute vielleicht drei Parts machen kann. Der eine wird dieser sein, am Morgen. Dann am Abend, vielleicht in der Nacht noch, weil ich der Nacht aktiv bin, plötzlich wieder in diesem Krankenhaus. Ein Kriegerhelm. Ja, ist jetzt nicht so gut, aber ich lag ihn mal. Gut, wir brauchen noch mehr. Der Anführer wollen wir nicht besiegen, der macht uns kaputt wahrscheinlich. Ist zwar, ja, vielleicht schaffe ich ihn schon, aber unnötig. Was wir dann mal können, ist mit einer kleinen Gruppe mal die Anführer farmen oder die Sieger und so wie sie sind. Aber da habe ich leider keine Ahnung, also kann da nichts sagen, ja, wann, wie und wie am besten, ja. Auf einmal verschiedene Gruppen machen, die Sieger besiegen und dass wir die Sachen haben, die Items, die die Sieger geben. Und dann mal irgendwie, ja, jemand einen Zwing verwenden, der die lagert, wenn da mehr man mal braucht, vielleicht mal ausleihen oder so. Ausleihen könnte ich auch viele Sachen dann. Aber zuerst muss ich mal farmen. Aber da nicht allzu gute Items wahrscheinlich. Es ist dort auch ein bisschen eine Verantwortung, dass man die Sachen danach wieder zurückkommen bekommt. Und eventuell muss ich dann halt eine Liste machen, wo dann steht, ja, der ist nicht so der Gutgläubige. Also der die Sachen, wo ich auch will, auch nicht macht. Der ist halt nicht so gut vorne. Und dann die guten Kollegen bekommen dann vielleicht mehr Vorteile, aber es ist jetzt nicht so meins. So groß, grob wird sich das nicht machen. 52. Ja, ist besser. Zwar gleich viel Def, aber mehr plus 5 Magnetstücke. Dankeschön. So, 8 von 19. Was? Painstiller, Mom. Ah, das ist... Ist auch von einer Quest, aber... Ich kenne die Quest gerade nicht mehr.
so lange her, seit er mich mal, als es war. Und dabei ist es mein Lieblingsreich. Ja, ja. Was ist denn los? So. Da haben wir noch einen. Die können weiter und dann machen sie noch Schaden. Also ist der Skill eigentlich sehr unnütz. Gut. Also jetzt haben wir alles außerhalb. Unten müssen wir noch was machen. Dann gehen wir zuerst nach unten. Ich habe irgendwas im Hals. Das ist nicht so gut. Das ist unangenehm. Das ist schlecht. Weiß auch nicht. Nicht so eine gute Nacht gehabt. Aber ja. Das habe ich ja schon gesagt. Was müssen wir unten machen? Ja, da steht immer nur der Gebietsname. Gebunden. Was ist denn angebunden? Ja. Haben wir wieder Bären auf den Bäumen? Ah, winzige Frettchen sind hier unten. Wo sind denn die? Da. Hallo, Bären? Wieso seid ihr nicht auf den Bäumen auf zwei? Das geht mal gar nicht. Ich werde dich besiegen. Also ein paar wenig Frettchens. Wie viel müssen wir besiegen? Acht, also... Acht Schwänze. Ja, ist wahrscheinlich fast jeder. Ein Schwanz. Die anderen haben halt kein Schwänzchen. Aber, sind wenig hier. Wo soll ich denn die suchen? Da ist noch eine. Besser ist irgendwie hochzugehen und dort zu fahren. Dort, wo es wo ich gefarmt habe, die Frettchen. Schon bald 14. Ich denke, wenn wir oben die Quests abgeben, sind wir 14. Müsste eigentlich so sein. Aber ein kleines Fettchen. Das will ich nicht besiegen. Gehen wir kurz hier rüber, um die Agro zu entfernen. Ah, hier hat es auch. Nein, das sind auch normale. Da haben wir jetzt. Oh, das ist ein Darkfell. Sieht aus wie ein Fettchen von ihnen. Ah. Nein, du kommst nicht schon wieder. Die haben irgendwie so einen Hin- und Her-Rhythmus, wenn wir zu weit weg sind. Ah, ich will dich nochmal besiegen. Komm ich nochmal her. Freut mich, dich zu betreffen. Ja, ich mach viel Damage. Oh, 19 Damage. Wow. Hier, stirb. Nein, stirb. Wer ist das? Carrie Sapple. Carry Sapple. Da haben wir noch die Sigrid. Was? Die Sighild. So. Noch zwei. Greife sind auch hier unten. Ich bin noch viel zu langsam. Spawnen die noch nicht nach.
bessere Nachspawn Zeiten wären gut. Was war eigentlich in der Closed Beta und in der Open Beta oder so? Da waren so viele Spiele online. Was hatte ich da gemacht? Da musste ich auch nie warten. Ja, die meisten waren dann schon viel hochleveliger als ich, aber ich war am Anfang recht langsam, wollte immer unbedingt alles entdecken und so. Ja, das Spiel war direkt am Anfang schon mein Lieblingsrollen aus MMORPG. Es war immerhin Free to Play, damals hatte ich so wenig Geld. Ich war ein armer Schlucker. Ich merke schon, dass ich reicher werde. Ich will schon einen HDR-Monitor von Dell. Aber Dell, ja, so ist immer übertrieben mit den Preisen. Und so ein 52 Zoll, glaube ich, oder so. Weiß jetzt gar nicht mehr genau wie viel. Ist aber schon krass. Also HDR, wie viele Spiele werden das so richtig unterstützen? Wahrscheinlich kaum welche. Also nicht diese, die ich spiele, vor allem. Da muss ich auf Skyrim, den Skyrim-Nachfolger, hoffen. Ja. Oder, für mich ist HP am besten. Howard Packard. Aber, bei Einzelsachen, ja, da kann ich gar nicht sagen, welche da ich das Beste finde. Ich kaufe meistens noch komplett PCs, weil ich einfach noch nicht so die Lust habe, mir einen optimalen PC und so zu machen. Ja. Wenn, dann kaufe ich mir so einen Titan-Grafikkarte so noch rein. Ich habe sowieso schon so eine mega fette Grafikkarte. Und da hat eine Titan auch Platz. Gut. Level up. Von einer Quest Level up. Ja, das ist das erhoffte Leveling. Ja, jetzt muss ich wieder schauen auf der Minimap. Das ist wieder kompliziert. Ja, toll, jetzt muss ich Albino-Bären auch töten. Bücherschrank, wow. Was für eine wichtige Quest. Da drinnen. So. Ja. Dann machen wir die anderen Quests das nächste Mal weiter. Danke fürs Schauen. Ich werde noch ein bisschen farmen. Ja. Wenn es bringt. Aber ich werde jetzt ein paar zuerst hochladen. Das ist wichtiger. Und werde dann. Ja, wir werden im nächsten Part sowieso dann wieder questen. Was ich so machen soll, keine Ahnung. Machen wir noch kurz das hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist wieder ein guter Part. Und ich komme nicht hoch, da komm. Da muss ich hin. So. Ja, die Quests sind die gleichen wie bei Ignis. Die sind halt auch mittlerweile langweilig für die schon länger zuschauen bei mir oder schon wegen dem Spielen. Wieso ist die eigentlich grün? Eine blöde Magnetquest, die man so lange nicht machen kann. Ja, ja. Also, Dankeschön fürs Schauen und auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Drager Basler.